Stimmt, ich habe ja noch. Huch. Das nicht. Der Ballonkugelfisch. Also den für den Fischer mache ich jetzt erstmal nicht weiter. Wenn er nur weiß, der Skorpion. Mal gucken. Erstmal den Dragoon auf 50. Dragoon auf 50 und dann holen wir uns den Gladiator. Und nebenbei können wir den Fischer ein bisschen machen. Seine Klassenquest muss ich auch noch hochkriegen. Sind wir ja jetzt bei 30, glaube ich. Klassenquest Level 30. Dass der Springer uns überhaupt mit seinen kleinen Beinchen tragen kann. Oh, kann ich schon abgeben. Okay, das ging fix. Autsch. So, dann geht's gleich erstmal in den Ostwald. Da haben wir auf jeden Fall noch Viecherchen. Mal sehen, wie lange wir brauchen, um den Gladiator auf 30 zu kriegen. Wahrscheinlich nicht so lange, hoffe ich. Ein paar Inis laufen. Aber gucken. Huch. Ein paar Genehmquests muss ich dann wahrscheinlich mit dem auch noch machen. Oh Gott. Alberich! Bin wieder da. Oh mein Gott, in der Farbe sieht das aber auch geil aus. Ist so gut gefärbt, ne? Oder braun? Steinbockbrauner Farbstoff. Oh mein Gott. Sieht echt cool aus. Ist dein Herz stark genug, die veränderte Seele einer Azurdrachenreiterin in sich zu tragen? Bring die Drachenkraft in dir zur vollen Entfaltung. Haben wir. Wie war? Dein Dragoon-Kristall erstrahlt nun in reinster Form. Deine Kraft des Drachen ist vollständig erwacht. Ich kann dich nun nichts mehr lehren. Von nun an wirst du deinen eigenen Weg gehen und im Kampf erwachsen. Dabei kann dir womöglich etwas helfen. Es gibt nämlich in Wahrheit noch ein weiteres Stück der Drachenreiterrüstung. Doch um dieses tragen zu können, musst du vollkommen eins werden mit deiner Drachenkraft. Kein leichtes Unterfangen. Und mir war dieses Glück zu meiner Zeit als Azur-Drachenreiter nicht vergönnt. Doch in deinem Fall bin ich guter Dinge, Aldaria. Dir wird dieses Kunststück gelingen. Dir muss es gelingen, denn sollte es nicht... Nidok würde dich ganz sicher zermalmen. Es ist der mächtigste aller Drachen. Selbst der kleinste Zweifel in deinem Herzen würde dir gewiss zum Verhängnis. Übe dich weiter im Kampf mit der Lanze und werde eins mit der Kraft des Drachen. Lass deine Rechtschaffenheit jeden deiner Hiebe lenken und kehre zurück zu mir, wenn du soweit bist. Azur-Drachenreiterin Aldaria, ich werde hier auf dich warten.
Ja, das müssen wir jetzt aber erstmal mit Mysterio machen. Leider, leider. Ja. Also. Ostwald. Dann nach einem tiefen Wald, dann wollen wir das einen abschließen. Jetzt kommen alle Gegner der Gegend. Wer kommt damit hin? Feenfungus. Feenfungus ist hier. Und da kommen auch wieder sämtliche Viecher dagegen. Die Wilderer müssten da hinten sein. Können zwar noch eine Inni machen, aber... Nee. Ich bin froh, dass ich meine AOE habe. Jupp. So. Tiefer Wald war das andere dann. Da reite ich einfach fix hin. Sollte ja nicht so weit sein. Hoffe ich. Baumkronenbussard. Ja, sollte echt nicht so weit richtig. Dann gleich links runter. Was tut man ja das für seine 50? Der Bart ist aber halt auch kurz vor seiner 51. Da. Ja.
Die Reliktwaffe muss ich dann auch noch machen. Von jeder Klasse. Oder müssen nicht, aber die, die schön aussehen. Die will ich mir dann auch noch holen. Weißt du noch gar nicht, mit welcher Klasse ich als erstes anfange? Okay. So. Press Südwald, Südwald. Okay, wir machen erstmal Südwald. Der ist hier ja direkt. Hier, das sind die Antilopenkühe. Ranken brauche ich nicht. Rotbockspeer und Lopenbock. Ich hier vom Rollen nichts mehr. Und fliegen brauche ich auch nicht. Also alles, was ich brauche, ist dann da hinten irgendwo. Da habe ich eine Sekunde zu lang auf deinen Stream geschaut. Am Straßenrand, die man mitgenommen. Auf seinem Überschlagen und wäre genau mittig auf der Leitplanke gelandet. Nein! Oh mein Gott. Sah bestimmt gut aus. Ah, sehr cool. Ah, schön. Ja, warum nicht, ne? Hey, ich meine, was ich bei Fernbus-Simulator hinkriege, das kann man auch da hinkriegen. Ah, schön. Komm, meine 50 ruft. Das war definitiv schön. Das glaube ich gerne. Ich weiß nicht, irgendwie feiere ich das auch immer, wenn sowas in Spielen passiert. So Dinger, die einfach aus Versehen passieren. Dann passiert da sowas ganz Seltsames, Witziges. Genauso wie mir bei Witcher 3. Ich glaube... Ich weiß, ich bin irgendwo runtergefallen und habe mich dann in irgendein Hausdach reingebackt. Das sah auch witzig aus. Das stand das Pferd im Dach. Warum nicht? Man kann passieren. Aber hey. So. Ja, schön, ich finde das so bedenklich, wenn man dann anfängt zu sagen, die Bugs machen das Spiel besser. Ja, gut. Für manche ist es ist ja vielleicht so. Vielleicht bereichert das ja manchen das Leben. Dann sehen sie das als besser an. Man weiß man nicht. Kann möglich sein. Fuck, weil wir haben das große Streamer gesagt. Echt? Okay, Far Cry habe ich noch nicht gespielt. Alright, Hallöchen. Das ist nicht ein Pferd im Dach. Ja, eben. Wer möchte sowas nicht mal haben? Ein Pferd im Dach? Ryan, wie geht's dir? Ja, alles gut bei dir. Weißt du, wachst du eines Morgens auf? Guck nicht da so komische Hufe an. Und dass ich dich erstmal, wo kommen denn die Hufe her? Ja, steht da ein Pferd in deinem Dach.
auf dein Dach. In deinem Dach. Scheiße. Okay. Also, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt jemals zu Far Cry gespielt? Ich glaube nicht. Doch, Far Cry Primal, glaube ich. Dieses Uhrzeit-Ding. Das ist doch von Far Cry gewesen, oder? Also, das war doch Far Cry, oder? Ich glaube. Also, ich meine. Das habe ich auf jeden Fall gespielt. Was anderes wüsste ich jetzt tatsächlich so gar nicht. Mir geht's gut, ich bin gerade auf Arbeit. Ah, okay. Aber freut mich, dass du reinschaust. Mega lieb von dir. Aber das war auch nicht gut. Ich kann es tatsächlich nicht beurteilen. Erstens, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und zweitens, ich glaube, ich habe es nicht weit gespielt. Also mehr im Lurk bis 15 Uhr. Aber bis 15 Uhr ist ja nicht mehr so lange. Wie gesagt, lieb, dass du reinschaust. Freut mich mega. Ich bin gerade nur dabei, auf Stufe 50 zu kommen. Bestiarium lässt grüßen. Dauert ja nicht mehr so lang. Ich will doch nur meinen Drakuno 50 haben. Mehr will ich doch an. 3 von 4. Natürlich, da gehören dann natürlich noch andere Viecher dazu. Wie soll es auch anders sein? Wiesland Kondor, untere Pfade. Ich bin zu voll, da jetzt hinzugehen. Beam me up! Ich will hier weg. So. Wo gibt's den Kondor? Ich glaub da. Ich hab da was fliegen sehen. Kondor. Unheimlich, dass ich das weiß. 10.000 gibt's dafür. Wie viel brauchen wir? 4, natürlich 4. Das wird so anders sein. Oh mein Gott, da sind 2 zusammen. Sehr schön. Dann können wir gleich die letzte Dragoon-Quest machen. Haben unsere Rüstung auch vollständig und dann geht's an den Gladiator. Beziehungsweise Paladin. Dann haben wir auch... Ah ne, die magischen haben wir noch nicht. Weil dann hätten wir zumindest Tank, DD und Heiler. Vollständig. So, jetzt oberes Lennosea. Oder südliches Tanalan. Wir machen mal südliches Tanalan. Und Bonus war die Viecher. Dann nehme ich die meisten noch davon. Vor allem die meisten. 3. Rotenda, Sandhautpeiste. Und das andere komische Leichenbrigaden, Feuerteufel. Ich glaube, mit Sandhaut und Sautender müssten wir es eigentlich haben, oder? Sautender, Sandhaut. Könnte klappen.
brauchen wir einen, brauchen wir noch. Wir kriegen zwei. Nett. Na, nee, wird knapp. Wir bräuchten dann schon alle beide noch. Dann Top-Pies. Dann dahinter. Oh, wo die sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich da hinten. Weiß ich nicht, gehen wäre einfacher. Da bin ich wahrscheinlich auf 51. Ist da doch 50. Natürlich kommt das große Viech damit an. Soll es doch anders sein. Wäre auch zu einfach. Nein, so ein kleines Stückchen fehlt ernsthaft noch. Das Spiel will mich mobben. Ja, die werden da hinten sein. Irgendwo da. Hoffe ich. Aber wir kommen unserer Rüstung immer näher. Da sind sie. Hier hinten war ich aber auch noch nicht. Also zumindest nicht mit dem Schar hier. Auf 4. Ja, mein Schokobo ist sehr brutal. So, jetzt müssten wir es. Da ist die 50. Neuausrichtung, ja, ja. Das kommt damit hin. Und wir nachhört das. Schön. Wobei ich schon wieder froh bin, wenn wir den Tank fertig haben. Wird aber bald mal was essen. Eventuell.
Schön. So, Albrek! Wir sind da. Ja. Du bist ein kleines Pettchen. Würmodem. Du springst zum Ziel und greifst alle umstehenden Gegner mit einer feuerbasierten Attacke an. Ah ja. Nett. Ich habe endlich Nachricht von Destinien. Er sagt, wir sollen uns zum Kampf gegen Nitok bereit machen und zur stählernen Wacht kommen. Bist du nicht voll eins mit der Drachenkraft. Darauf können wir jetzt nicht mehr warten. Zeit drängt, Eitaria. Wir müssen unmittelbar handeln. Und auch ich will endlich Buße tun. Vor dem Kampf werde ich Estinien die ganze Wahrheit zu den Ereignissen vor 20 Jahren offenlegen. Er muss sie kennen, sonst erledigt er am Ende noch selbst Nitoks Versuchung. Hier liegt es. Wunderbar. Das Fest mit Seemeier. Brauche ich noch nicht. Aber gleich haben wir das Oberteil, dann sieht das nicht mehr so komisch aus hier. Ja, gut. Drei Stunden sind wir angekommen. Ich meine, wenn wir wenigstens fliegen könnten. Nein. Können wir doch nicht. Wird auch noch eine ganze Weile dauern. Naja, hier müssen wir hin. Jetzt bin ich mal gespannt. Dies ist die Stunde der Abrechnung. Vor 20 Jahren hast du mein Dorf seinem Schicksal überlassen. Du wertloses Stück Dreck. Weil du zu feige warst, deine Kraft zu nutzen. Weil du um dein Leben fürchtetest. Was für eine Ironie des Schicksals. Ich verlor Familie und Freunde. Hatte nichts mehr, dass es sich zu schützen lohnte. Und gerade ich wurde zum strahlendsten Azurdrachenreiter dieser verdammten Felsenstadt. Doch jetzt endlich erfuhr ich die Wahrheit. Das Drachenauge verriet mir, dass du die Kraft achtlos weggeworfen hast, die dir geschenkt war. Der päpstlichen Kurie hast du verschwiegen, dass ich das Drachenauge aus der Stadt weggebracht habe. Wozu? Deine Schuld zu mindern? Du bist der Erste, Albrek. Ich werde alles zertreten, was dir wertvoll ist. Fühle meinen Schmerz. Und als Nächster soll Nitok dran glauben. Estinien, sei vernünftig. Lass sie nicht von dem Drachen kontrollieren. Servus.
Was wird das, Adaria? Servus, ich mach meine. Dachte, ich hätte in dir einen Verbündeten gefunden. Lass diesen Falken zur Hölle gehen und dann kämpfen wir beide gegen den gegen die Schlangenbestie. Nein? Bist du so dumm? Oder hast du vor lauter Mitleid mit dem alten Mann dein eigenes Schicksal vergessen? Dann wirst du nicht länger weiter vegetieren, Abenteuerwurm. Ich werde dir zeigen, wer der wahre Azurdrachenreiter ist. Mach mal. Davon wieder die Freunde kämpfen. Ja, beide Freunde. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass ich die Kugeln töte. Mach du mal, Stinien. Das da. Ja, war wohl nicht das Tinien. Schwächlinge. Kraft wollt ihr also. Im Hass, im Zorn wollt ihr eure Kraft erheben. Großer König der Drachen, Nitok. Gib mir die Fänge, die Klauen. Gib mir das Blut des Drachen, der sich vor niemanden beugt. Servus.
Terje, was hat das zu bedeuten? Wieso steht vor mir die Gestalt von Heldrath? Ja, du. Weiß ich auch nicht. Mit Wunden. Wo ist es, Tinian? Hat Nidok ihn mit ins Verderben gerissen? Lass uns zum Observatorium zurückkehren, Aedaria. Dieser Ort birgt nichts als Trauer. Wir werden aber gleich einmal ganz kurz was zu essen machen. Absolut dezent Hunger. Ich bohre uns jetzt einmal gleich kurz weg. Einmal dahin. Gut, und derzeit mache ich mal einen Pause-Screen. Und ich bin gleich wieder da.